Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir heute im Studio sind der Sashi und der Mark Hagenbeck, und wir reden heute über den 25. September. Am 25. September haben wir natürlich wieder ein prominentes Geburtstagskind, und das prominente Geburtstagskind ist heute, sag's Mark, komm, damit du auch was gesagt hast, ist heute der Man in Black, Will Smith! Genau. Jawohl! Genau, Will Smith. Will Smith, Will ja. Smith hat Geburtstag. Geburtstag am 25. September 1968. Wir gratulieren ganz herzlich, lieber Will. Ja, finde ich gut. Ja. Will ist ein ziemlich erfolgreicher Typ. Schauspieler, hat eine nette Familie, hat einen netten Sohn, der selber mittlerweile ja auch Schauspieler ist. Ja. Und ja, super Typ. Aber der hat ja einen Film gemacht, den ich nicht so gut finde, der Sohn. Karate Kid? Karate Kid ist nicht so dolle. Ja, ging so. Kannst du nicht Tonne kloppen, ist egal. So. Aber die können ja nicht nur tolle Filme machen, nee, sondern nee, da muss nee, ja mal was nee. Doofes dabei sein. Das ist richtig, ja, ja, genau. Das stimmt. Ja. Aber heute haben wir auch ein Fakt des Tages, und das will ich dir gerne mal erzählen. Bis 1914 durfte man in den USA Kinder per Post verschicken. Was? Echt jetzt? Ja. Per Post? Durfte man. Darf man das nicht mehr? Naja, in den USA jedenfalls nicht. Das ist ja ein Ding. Also nicht in ein Paket rein und tschüssi. Aha. Es kann ja auch sein, dass das irgendwie per Kutsche dann war, irgendwie, dass es Kutschwagen sind, Kutschwagen ja, gewesen sind, und später haben die dann umgestellt auf nicht mehr Kutsche. Und dann haben sie dann... Wahrscheinlich so mit Kurierdiensten, ne? Haben die wahrscheinlich dann die Kinder dann irgendwie durften, mitgegeben. Also bis 1914 durften Kinder noch per Post verschickt werden. Das ist ja ein Ding. Aber du hast noch etwas über den 25. September. Ich habe noch was über den 25. September. Und zwar ist heute, am 25. September, der Tag der Zahngesundheit. Ach so, na klar. Tag der Zahngesundheit. Ja. Und deswegen habe ich mich heute mal als Zahnindianer verkleidet, ja, weil ich kenne da einen tollen Autor, der heißt zufälligerweise genau wie du, mit Vor- und Nachnamen. Echt, das ist ja ein geiler Name. Das ist der Sascha Ehlert. Ja. Ja, also hier, er sitzt neben mir. Und ich weiß, Sascha, dass du zu bescheiden bist, und wir haben das auch wirklich nicht abgesprochen vor der Sendung hier. Sascha. Es lag nur die ganze Zeit da. Ich wusste Sascha, noch nicht, ja, es liegt überall rum. Wir sind ja hier bei Sascha im Büro. Sascha ist Autor der Zahnindianer-Reihe. Und die Zahnindianer-Reihe, die befasst sich halt mit der Zahnpflege. Ich glaube, du könntest da eigentlich viel mehr zu sagen als ich. Ne? Mhm. Also Sascha schreibt Bücher, Sascha entwirft diese kleinen Pixies, Sascha macht Lesungen und alles nur um den Kindern im Grundschul- und Kindergartenalter, richtig, die Zahnpflege näher zu bringen. Mhm. Ne? Die Bilder in diesen Büchern sind von unserem Kumpel José. Ja, jetzt sieht man gerade gar keins. Moment. Ja. Die Bilder sind von unserem Kumpel José, der die mit sehr viel Liebe malt. Und ja, wenn euch das interessiert, könnt ihr sicherlich Sascha mal anschreiben und ihn mal fragen. Lustige und spannende Abenteuer von Indianern, die sich mit Zahnpflege drehen, das sage ich immer dazu. Und ich glaube, der Erste, der hier mal irgendwas postet in den Kommentaren, der gewinnt hier mal so einen Kopfschmuck. Nee, komm, hier so ein Buch. Komm. Was, so ein Buch? Komm, so ein Buch. Oh, jetzt haut er mal raus. Hier so ein Hardcover-Buch. Wackelzahn wird entführt. Ja, genau. Der Erste, der hier so einen Kommentar schreibt, der kriegt ein Buch. Wackelzahn wird entführt von den Zahnindianern. Mensch. Machen wir mal. Hä? Du lässt dich aber nicht lumpen, oder? Hauen wir mal raus. Hauen wir raus hier. Ja, genau. Genau, die Kinder, wenn ich bei Lesungen bin, dann sage ich immer Indianer. Und die Kinder machen. So, das machen wir nochmal. Also, pass auf. Indianer!